Gott, schon wieder Eier hier. Mann. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Oh. Ich möchte spielen. Wo ist denn euer Ball? Wo ist denn euer Ballerchen? Hier. Genau. Hier. Spielt. Fußball. Yay. Tor. 1:0. Wo rennst du hin? Achso. Gott. Ich glaube, ich muss mal doch ein bisschen aussortieren. Das ist hier. Das sieht ja schon nicht mehr ästhetisch aus hier. Nein. Das nennt man hier Massentierhaltung. So, aber jetzt will ich folgendes noch. Und zwar will ich jetzt mal die Super-Dodos aussortieren. Gott, hier spielen 4 Eier. So, du bleibst. Nummer 18 fliegt raus. Jetzt muss ich erstmal aussortieren. Ich behalte jetzt nur noch die Super-Dodos. Weg. Raus. Und du bist richtig, du bleibst noch. Du darfst noch dein Junges zur Welt bringen. Du darfst noch deine Eier legen und dann darfst du auch gehen. So, weg. Du bist auch ein Normalo. Wir kennen Normalos hier. Nur noch Super-Dodos. Gott, das ist eine Menge. So, die 6, die bleibt. 17 bleibt auch. Die 8 fliegt raus. 12 raus. 20 weg. 17, 13 normalo. 11 bleibt. Ja. Also sozusagen züchte ich jetzt nur noch Super-Dodos. Es könnte auch sein, dass gleich meine... Was ist denn bei den Phoenix los? Ach du meine Güte. Kommen denn die ganzen Jungen her? Gott, wir hatten hier so viel geworfen. Wer ist denn hier so irre? Wer ist hier so irre? Okay, dann. Das geht ja so gar nicht hier. Hallo? Oh. Die Grunddodos hier. Dodos sage ich schon, Phoenix. Die 3. Gott. Gott, deswegen. So, oh, Gottchen, 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 Gottchen. 20, 21. Das sind deine Brüder. Das meinte ich ja. Die Phoenix können sich auch sehr gut vermehren. Das ist. Ah, geschafft, sehr schön. Gut. Okay, dann müssen wir erstmal wieder die Tour abreißen. Sie ist geschlossen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Hier fällt mir jetzt keiner. Jetzt warten wir, bis die alle wieder da sind. Weil sonst stürzen die nämlich alle in meine Gehege und dann ist ja jetzt hier richtig hier der Teufel los. So. Währenddessen. Wenig Weibchen schon wieder hier. Gott. Ach, jetzt fliegen die erstmal raus hier. Weg. Gott, das hat eine Menge. Das ist mir alles zu viel hier. Mann. So. Ja, geht schon gegen die Sterne flöten. Schon verschwinden die Sterne. Aber wir sind ja keine Freunde von Massentierhaltung. Deshalb. So. Dann werde ich mal alles ab. 15 behalten. Pfennig 15. Gott, das sind ja alle Jungtiere. Gottchen, ey. So. Ach, stimmt ja, die habe ich ja auch. Die habe ich ja völlig vergessen. Die bekommen ja auch ein paar Junge mehr. Die können ja bis zu 5 Junge kriegen. Ist ja kein Wunder, dass hier der Teufel los ist. So, ja. Gut, 15 bis... Gott, so viele Kerle. Und dann die 12 hier. Aus. Ab 15 habe ich gesagt. 17, 18, 19, 20. Gut. 3 Mädels. Und 3 Jungs. Ne, 4 Jungs. Na gut, lassen wir so. So, dann können wir uns aber auch gleich einen männlichen Löwen kaufen hier. Wir hier sowieso gleich alles einreißen. Ich brauche noch 200 Euro hier. Hallo. Hallo, Leute. 200 Euro. Ja, wir mal drin sein hier. Dankeschön. So. Oh, Löwenpärchen, sehr schön. So. Spenden die so im Schnitt hier 55 Euro. Was kriegen wir hierfür? Outfit, die kriegen wir auch noch. 500 Euro, wunderbar. 5000 Euro, meine ich. Zaster. In der Kiste. In der Kiste, wollte ich schon sagen. In der Kasse. In der Gasse. Also jetzt im Moment hier oben. Mein Ausguck. Wow.
ja, für 14.000, 17.000 Euro zurückversuchen. Na, auf sofort. Auch wenn es mich in die Miese reißt, ist mir doch egal. Wo ist er? So. Wo ist er? Da ist er. So, bitteschön, Mädchen. Dein Freund. Deinen Partner. Zu klein ist es für euch nicht, ne? Nee, gut. Das wäre unschön. Deshalb kaufe ich ihm auch mal zuerst Weibchen. Weil dann paaren die sich mich gleich, wenn es dann mal ein bisschen länger dauert, bis man dann mal den entsprechenden männlichen Part dazu kriegt. Sind die durch hier? Jo. Verkaufen. Weg. Alles weg. Das war jetzt auch die letzte Herausforderung mit hier Jeeps und Hochbahntouren hier. Wunderbar. Na, so muss das gehen. Wunderbar. Weg. 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 So. Dann sind wir bei dem Besitz einer schönen Walhai-Familie. Ach, habe ich jetzt eigentlich das jetzt erforscht hier? Ja. Also, Walhaie machen nach dem kleinen Nachteil, haben sie machen wahnsinnig viel Dreck irgendwie. Wie verschmutzt das Wasser bei denen dann, wenn man mal ein paar mehr hier drin hat? Familie? Also, wie verschmutzen das Wasser? Das gibt's gar nicht. So, Jaguar 3, raus. Hey. Was ist los, Mädchen? Haben die Kinder dich schon wieder so in Beschlag genommen, dass du dir nicht an dich selbst denken konntest. Bist du auch Kinder? Eins der Kinder? Jawohl, raus mit dir. Wir wollen ja was für den Erhalt der Rauskatzen tun. Warum fliegt hier Fleisch? Und der ist noch klein.